Einstein wird Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid. Das Tattoo habe ich als Symbol gestochen. Das so wie, ich steche das Tattoo jetzt und vergiss die Pille und lass die Zeit hinter mir. Unsere Jugend im Drogenrausch. Bei Teenies voll im Trend. Ein wilder Mix von Medikamenten und Alkohol. Jeder macht so eine Party. Kommt einfach, wie es echt normal ist. Zu Klassikern wie Cannabis kommt eine Flut an neuartigen und hochgefährlichen Substanzen. In diesem Fläschchen drin hat es jetzt etwa 2 Gramm synthetisches Cannabinoid. Das reicht, um etwa 2000 Joints zu behandeln. Es reicht ein Klick zum Kick. Drogenbeschaffung ist heute ein Kinderspiel. Über Snapchat teilweise, einfach über soziale Medien und so. Dann ist es umgegangen, hat man mein Snap weitergegeben. Fachleute sind alarmiert. Forschende und Mediziner suchen nach Antworten. Ich denke, da läuft viel unterm Radar, was wir jetzt noch gar nicht so abbilden können, zumindest wir Kliniker nicht. Ja. Die gehen in die Schule oder machen Ausbildungen oder gehen arbeiten. Das sind im Prinzip ganz normale Jugendliche. Ich gebe dir den Becher rein. Hauptsache High. Schweizer Teenies im Drogenrausch. Wenn man ihnen würde sagen, wenn du einen Bleistift rauchst, dann macht sie die High, dann würden sie es wahrscheinlich machen. Die Schweizer Jugend konsumiert immer mehr neuartige Drogen. Sie sind einfacher zum Schmuggeln, schwieriger zum Nachweisen und vor allem viel gefährlicher. Auf was für einen Trip lohnt sich da unsere Teenager ein? Willkommen bei Einstein. Für meine Recherche besuche ich einen Ort, wo man davon ausgehen könnte, dass es da keine Drogen gibt. In einer Massnahmeninstitution für Jugendliche. Hier im Jugenddorf leben etwa 40 junge Männer, alle zwischen 13 und 22. Alle haben eine schwierige Geschichte und viele von ihnen Drogenerfahrung. Hallo. Hallo. Ich habe mit dem Luca abgemacht. Ja, komm mal rein. Danke. Der Luca. Das ist nicht sein richtiger Name, um ihn zu zeigen, den nur verdeckt. Er ist erst 17, aber hat schon einen Haufen auf dem Kerbholz. Unter anderem Drogenkonsum, aber auch Drogenhandel. Das Knut Weil ist er seit 6 Monaten. Mit der Droge musste er da sofort aufhören. Das gehe gut. Kritisch werde es nur noch, wenn er an den Wochenenden heim dürfe. Jetzt mittlerweile kiffe ich nur noch ab und zu. Früher habe ich auch andere Sachen genommen. Wie zum Beispiel? Goki zum Beispiel. Ja. Das hat ja recht früh angefangen. Wie bist du zu diesen Drogen gekommen? Ja, ich weiß es selber nicht mehr so genau. Heute mit den Kollegen bin ich draußen gewesen. Dann sind wir relativ schnell, weil wir auch gekifft haben, andere Substanzen gekommen. Okay. Ja. Mit 12, 13 oder so? Ja, voll. Wie bist du das reingekommen mit dem Drogendealen? Man wollte eigentlich immer möglichst viel Geld haben. Und dann habe ich erstens selber immer den Stoff gehabt und habe dazu noch Geld gemacht. Ja. Es ist eigentlich wie eine Win-Win-Situation. Und wo hast du das gemacht? Auf der Straße einfach. Also auch über Snapchat teilweise, einfach über soziale Medien und so. Und dann ist es umgegangen, hat man mein Snap weitergegeben. Ja. Und ja. Wem hast du das verkauft? Wer sind so Kunden gsi? Also ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe nie an unter 15-Jährige verkauft. Habe ich nie gemacht. Oh Gott, gibt es denn Kunden, die unter 15 sind? Es gibt auch diese 11, 12, die auch schon gröberes Zeug nehmen. Ja, ich kenne ein paar. Ich treffe mich mit Katrin Burkhardt, der Co-Leiterin des Jugenddorf. Nach 20 Jahren da macht sie sich keine Illusionen. Drogen gibt es auch im Heim, obwohl sie viel in Prävention stecken und Drogenmissbrauch streng sanktionieren. Verschrocken ist Katrin Burkhardt aber, wo plötzlich ganz neue Substanzen auftaucht sind. Das war vor 4 Jahren. Wo wir gemerkt haben, es wird etwas konsumiert. Es ist fast von einer Sekunde auf die andere, wo sie ein Verhalten gezeigt haben, wie wenn sie stark Alkohol getrunken hätte. Aber auch ein Verhalten, wo sie nicht mehr ansprechbar waren. Und das war der Grund, was wir Alkoholtests gemacht haben, Urintests, die wir ja regelmässig machen. Was haben die angezeigt? Die haben negativ angezeigt.
Das war auch der Grund, was ich mit dem Institut für Rechtsmedizin in Zürich Kontakt aufgenommen habe und mich einfach grundlegend einmal informieren lassen. Ja, das waren Substanzen, sicher eine Mischung von Medikamenten, zum Teil mit Badesalzlösungen, wo sie wie eine Mischung gemacht haben und sie eigentlich selber gar nicht gewusst haben, was sie hier zu sich nehmen. Ein Flash haben, egal mit was. Was sind das für neue Substanzen, die sich Teenies wegspicken? Dieses Cannabis hat die Polizei konfisziert. Ganz gewöhnlicher Hanf oder künstlich aufgepeppt mit synthetischen Cannabinoiden? Das muss Markus Schlepfer am Forensischen Institut Zürich für die Polizei abklären. Denn synthetische Cannabinoide auf Hanf sind verboten und gefährlich. In diesem Fläschchen drin hat es jetzt etwa 2 Gramm synthetisches Cannabinoid. Das reicht, um etwa 2000 Joints zu behandeln. Das kann gesundheitliche Effekte haben, von Herzrasen, eigentlich bis zu Todesfällen, die auch bekannt sind mit solchen Stoffen. Dieses weiße Pulver wird verdünnt und danach auf den legal hergestellten Hanf aufgesprüht. Statt natürliches Gras rauchen die Kids hochpotentes synthetisches Cannabis, ohne es zu wissen. Als erstes muss Schlepfer nun den Industriehanf identifizieren. Dafür gibt es einen Schnelltest. Es handelt sich um harmlosen, legalen Hanf, wenn sich die Lösung rosa-rot färbt. Wir gehen davon aus, dass das eben ist, weil Industriehanf darf legal angebaut werden. Den kann man also billig produzieren und das als Trägermaterial verwenden und dann das Produkt nachher als normalen Drogenhanf verkaufen. Schlepfer kann synthetische Cannabinoide auf Hanf nur im Labor nachweisen. Diese Möglichkeit haben die Jugendlichen nicht. Sie können nicht erkennen, ob und wie viel synthetische Cannabinoide der Hanf enthält, den sie konsumieren. Selbst das Forensische Institut ist hier gefordert, denn es gibt ganz viele verschiedene solcher Cannabinoide aus dem Labor. Mittlerweile sind das Hunderte, die es gibt. Also bei den synthetischen Cannabinoiden ist es hauptsächlich so, dass die aus China kommen. Nach wie vor wird von dort Reinstoff geliefert und die Applizierung jetzt auf Kräutermischung oder so, die ist mutmaßlich durch Europa. Und dieses Cannabis aus dem Labor gibt es auf verschiedenen Produkten. Markus Schlepfer zeigt beschlagnahmtes Material vom Zoll. Solche Säckchen werden übers Internet verkauft, sogenannte Legal Highs. Es sind Kräutermischungen, besprayt mit synthetischem Cannabis. Dabei kann die chemische Formel des Cannabinoides ständig variieren. Es ist halt ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn der Gesetzgeber einen Stoff verbietet, ist es so, dass die Produzenten auf legale Produkte wieder probieren umzuschwenken. Und entsprechend wird die Palette immer grösser. Immer mehr Substanzen, um die Gesetzgeber auszutricksen. Für die Labore wird es immer anspruchsvoller, sie zu bestimmen. Was befindet sich auf dem konfiszierten Hanf? Dieses Massenspektrometer kann bereits bekannte Cannabinoide genau zuordnen. Das ist jetzt die Probe, die wir untersucht haben. Und da stelle ich fest, dass es einen zusätzlichen Peak hat, einen zusätzlichen Ausschlag. Und wenn ich den jetzt da genauer anschaue, dann stelle ich fest, dass es da jetzt so ein synthetisches Cannabinoid drauf hat, wo eben in natürlichen Hanf nicht reingehört. Bereits mehrere hundert verschiedene Cannabinoide sind in seiner Datenbank gespeichert. Drogen zu bestimmen, ist heute richtiggehend Detektivarbeit. Was enthält dieses weiße Pulver? Während früher der Drogenmarkt noch überschaubar war, Heroin, Kokain, Ecstasy, Amphetamin und Cannabis, sind es heute Hunderte von Substanzen, die auf dem Drogenmarkt kursieren. Es ist eine grosse Herausforderung für uns. Also währenddem wir früher die kleine Palette mit einfachen Mitteln im Prinzip untersuchen können, ist es heute so, dass wir analytisch sehr, sehr stark gefordert sind, dass wir sehr gut vernetzt sind international. Wir haben eine Zusammenarbeit in einem europäischen Netzwerk, wo wir unsere Daten austauschen können, entsprechend auch unsere Erfahrungen austauschen können.
Und das war früher in diesem Maß nicht nötig gewesen. Wenn die Anzahl verschiedener Drogen explodiert, erhöht sich das Risiko für die Kids. Sie können nicht einschätzen, was sie da konsumieren. Aber was steckt im weißen Pulver? Das Infrarotspektrometer hat den Stoff schnell erkannt. Und man sieht, dass es da jetzt eine komplette Übereinstimmung gibt. Das ist jetzt ein 4-Methyl-Ethkatinon. Das ist eine Substanz, die stimuliert, ein bisschen ähnlich wie ein Kokain, und gleichzeitig eine gefühlsverstärkende Note hat wie ein Ecstasy. Seine Arbeit zeigt, der Drogendschungel wird immer unübersichtlicher und für die Jugendlichen immer gefährlicher. Ich bin unterwegs zum Carlo. Er macht seine Lehre hier in der Schlosserei im Jugenddorf. Und er gilt so ein bisschen als Vorbild, weil er hat seine Drogenkarriere schon hinter sich und weiss Bescheid. Der Carlo weiss, was im Geheimen hinter verschlossenen Zimmertüren konsumiert wird. Und er weiss, wie man davon loskommt. Mit 14 und einer schwierigen Geschichte ist der Carlo hierher auf Knutwil gekommen. Für seine Schlosserlehre hat er alle Drogen links liegen lassen. Arbeiten hat ihm eine Perspektive und Halt gegeben. Heute ist er clean. Carlo, von dir habe ich mir sagen lassen, dass du so eine Art Vorbild bist hier im Jugenddorf für mega viele, die hier wohnen und arbeiten. Warum glaubst du, bist das geworden? Weil ich halt zuerst hier als Krisenkind reingekommen bin und jetzt eigentlich kein Problem mehr und alles bei mir im guten Rahmen läuft. Und viele, die da drin sind, wissen das auch noch. Ja. Und das erstaunt halt die meisten. Das war wahrscheinlich ein recht harter Weg, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie lange hast du Drogen genommen? Und wie fest hat das dein Leben bestimmt? So, mit 14, 15 hat es angefangen mit dem Kiffen. Ja. Nachher bin ich dann mehr auf Amphi gekommen. Und da habe ich schon Koks probiert. Ja. Immer mehr in das Umfeld hinein, mit Leuten, die Drogen konsumieren. Und ja, ich hatte immer mehr und mehr Lust. Also. Das Jugenddorf gilt ja als drogenabstinent, ist aber trotzdem nie drogenfrei. Wie kann das sein? Ja, so. Die Jugendlichen hier finden halt immer irgendwie einen Weg. Und die Sozialpädagogen sind nicht überall. Es gibt so viele Möglichkeiten hier, es gleich auszuprobieren und zu machen. Ich habe es auch eine Zeit geschafft, bei der UPI sogar negativ zu sein, obwohl ich konsumiert habe. Deine Urinprobe? Ja. Ja. Ich meine, du hast deinen Weg gemacht, du hast eine Lehre, wo du hier schaffst, du hast eine Wohnung können beziehen. Hast du manchmal Angst, dass du noch einmal zurückkehren könntest? Immer weniger. Also, es ist am Anfang, als ich aus der Klinik rausgekommen bin, ja, sehr schwierig für mich gewesen. Ich war noch frisch aus dem Zug. Mein Umfeld hatte ich immer noch Leute, die konsumiert haben. Und ich hatte das Problem, dass ich in Krise hatte, weil ich extrem gestresst war, dass ich halt zu dem Mittel gegriffen habe. Ja. Das war sehr schwierig am Anfang. Und ich habe einfach durch die Unterstützung hier im Jugenddorf, durch die Lehrmeister, durch die Mitarbeiter, habe ich es geschafft. Eigentlich, schlussendlich. Sie waren immer an der Seite. Ja. Danke vielmals fürs Erzählen und ich lasse dich gerne noch ein bisschen arbeiten. Du musst ja glaub noch schweissen. Genau. Der Carlo beeindruckt mich. Statt in den Drogen versumpft, hat er sich selber rausgezogen. Und etwas steht fest, Drogen werden überall und von allen Teenies konsumiert. Egal aus welchen Schichten. Die Fakten alarmieren. Rezeptpflichtige Medikamente wie Benzos, Xanax und Ritalin, gemischt mit Alkohol und Cannabis. Immer mehr Jugendliche konsumieren solche Cocktails. Aber wie schlimm ist es tatsächlich? Das will eine Studie des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheitsforschung nun untersuchen. Beteiligt ist auch Domenic Schnutz von der Zürcher Drogenprävention. Wir arbeiten sehr eng mit der Forschung zusammen und haben ihnen gesagt, das wäre ein Bedürfnis, dass wir hier einfach mehr Informationen haben zu dem Phänomen. Wir wissen extrem wenig darüber. Und aufgrund von dem hat das Institut eigentlich die Studie mit unserer Hilfe angefangen zu entwickeln. Noch weiß man wenig über diesen Mischkonsum. Deshalb helfen Jugendliche mit, die Studie aufzusetzen. Domenic Schnutz kann auf ein Netzwerk von Jugendlichen zurückgreifen. Per Videokonferenz tauscht er sich mit ihnen aus.
Heute sind es drei Jugendliche, zwei Jungs und ein Mädchen zwischen 17 und 20 Jahre alt. Alle drei wollen anonym bleiben. Das sind im Prinzip ganz normale Jugendliche. Die gehen in die Schule oder machen Ausbildungen oder gehen arbeiten, sind gut integriert, sind aufgestellt, kommunikativ. Ja, wirklich ganz, ganz normale junge Menschen eigentlich. Ja. Wie war das erste Mal, als ihr Medikamente gemischt habt mit etwas anderem? Alkohol ist einfach so ein bisschen die Basis für alles. Und dann kommt einfach alles andere, wie blöd gesagt, noch drauf. Ja. Und jeder macht so eine Party. Es ist nicht so, als würde man sich irgendwie gross bewusst entscheiden, ah, jetzt will ich irgendwie Benzos mit Wodka mischen oder so. Es kommt einfach ein bisschen so, wie es echt normal ist. Was wird denn vor allem so gemischt miteinander? Das Normalste wie in der Gesellschaft ist auch, dass man irgendwie Benzos mit Alkohol mischt. Was ich aber auch das Gefühl habe, was extrem gross ist, vor allem bei den Jugendlichen, ist, dass sie halt einfach Cannabis so mit diesen Medikamenten mischen. Ja, wie nehmen das die anderen beiden wahr? Ich habe einfach auch viele Kollegen oder selber gemacht, so vor allem mit Ritalin. Und Ritalin wird dann mit was gemischt, wenn es gemischt wird? Also, so wie ich es jetzt kenne, auch mit Alkohol. Ja, einfach auch sonst irgendwelche, also ich habe es auch schon viel erlebt, einfach auch sonst irgendwelche Medikamente, die einfach gerade rum sind. Ja, ich habe das Gefühl, wir haben auch sehr viele Medikamente rum, dass es genau wird. Sehr viel Auswahl. Also. Woher habt ihr das Wissen über diese Sachen? Also mit 13 einfach allgemein so Drogen und Medikamente und sonst einfach Sachen. Das mich einfach wundert, was es mit dem Körper macht und mich auch irgendwo darüber fasziniert hat. Also es macht es immer noch. Ich finde es immer noch spannend, was dann am Ende passiert. Ich habe einfach so ein bisschen Glück gehabt, dass ich es immer im grossen Ganzen im Griff hatte. Gemeinsam mit den Jugendlichen geht er die Fragen der Studie zum Mischkonsum durch. Sind es die richtigen und sind sie auch jugendgerecht formuliert? Weil ich etwas mit meinen Freunden erleben will. Jetzt in der Corona-Zeit, wo es gar keinen Ausgang und so gibt, habe ich das Gefühl, ist das noch eines der grösseren Adventures, die man machen kann. Also irgendwie einen Ausflug machen und dann dort irgendwelche Drogen nimmt. Wie könnte man das formulieren? Mit krass einwählen? Dass das so nicht eben altbacken tönt. Weil es nice ist. Weil es nice ist. dann ganz einfach, weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt. Ich bin einfach neugierig, oder? Das ist mega wichtig. Das ist mega wichtig. Das ist etwas vom Größten. Das ist etwas vom Größten. Was Drogen anbelangt, sind die Jugendlichen gut informiert. Das erschreckt, oder? Wenn man mit Jugendlichen redet, mit Betroffenen, wie normal das ist. Das gehört einfach zu einer Palette von verschiedenen Drogen. Gehört jetzt einfach noch Medikamente dazu, wo man dann halt auch eben mischt mit Alkohol, mit anderen Sachen. Das ist, scheint in gewissen Gruppen von Jugendlichen Alltagsrealität zu sein. Über die sozialen Netzwerke wie Instagram und Internet wird der Fragebogen später für die Jugendlichen aufgeschaltet. Denn je genauer Jugendberater und Präventionsstellen den Mischkonsum der Jugendlichen kennen, desto besser können sie ihnen helfen. Auch ich treffe junge Leute mit Drogenerfahrungen im Jugenddorf Knutwil. Es gibt gute Nachrichten für den Luca. Er dürfte diesen Sommer eine Lehre als Maler anfangen, das nachdem er ein halbes Jahr auf der Beobachtungsstation war. Die Lehre darf er aber nur machen, wenn er eine zentrale Bedingung erfüllt. Er muss drogenfrei bleiben. Das weiss er und er weiss auch, dass er jetzt dann gerade zur UP, zur Urinprobe, antreten muss. Die nimmt ihm den Mauro Wolf ab. Er ist Sozialpädagoge im Jugenddorf. Im Schnitt bleibt pro Monat ein Jugendlicher in der UP hängen. So ist es auch Luca schon gegangen. Am häufigsten werden sie wegen Cannabis verwischt, manchmal auch wegen harten Sachen. Also wir machen einen grossen Urintest. Der Gross zeigt auf 10 verschiedene Substanzen. Gibt es Sachen, die konsumiert werden, die dir nicht anzeigt? Ja, irgendwelche Mischsachen, Medikamente, die in dem Sinn nicht wirklich auf dem Drogenindex sind. Dann irgendwelche Substanzen, die vielleicht auch neuartiger sind oder so. Und Sachen, die dann halt auch schneller wieder abgebaut werden, oder? Ja,
halt so, Mann. Natürlich auch. Hast du viel getrunken? Machen wir es so schnell wie möglich. Gib dir da den Becher rein. Ja. Gut, das reicht. Danke. Also, gehen wir schauen, was da so drin ist. Ich bin gespannt. Einen positiven Test könnte Luca jetzt, wo es endlich gut läuft, gar nicht brauchen. Je nachdem, was man finden würde, gibt es Strafen bis hin zu einem Timeout auswärts auf einem Bauernhof. Und jetzt ist es so, wenn hier der obere rote Streifen sieht, dann ist der Test gültig. Wenn man den unteren Strich sieht, dann ist der Test negativ. Ja. Was jetzt für ihn gut ist. Und jetzt tun wir das mal hier umkehren. Diese Seite ist gut. Und jetzt haben wir es hier. Der Test, die sind auch alle gültig, weil der obere Strich wird angezeigt. Ja. Jetzt sehen wir aber hier zum Beispiel bei THC, da ist ein Strich sehr, sehr schwach. Ja. Man sagt eigentlich, THC bleibt bis einen Monat im Körper. Dann weiss man eigentlich, da ist in den vergangenen 2, 3, 4 Wochen ist etwas konsumiert worden. Aber wir werten den Test negativ, wenn man etwas sieht. Ja, unsere Weisung ist so, man muss es so auf eben, das ist so mega Handgelenk mal Pi. Man, ja. So, man muss es so wegheben, eine Armlänge. Und wenn man eine Nuance von einem Strich sieht, dann ist der Test negativ. Ja. Es hat jetzt in dem Sinn keine Konsequenzen. Wenn es jetzt positiv wäre, dann kommt er in ein verschärftes Programm. Was würde bedeuten, früheres Zimmer und kein Handy. Ihr habt Tests, die euch aber überhaupt nicht zuverlässig sagen, was sie wirklich alles konsumiert haben, weil es einen Teil einfach auch nicht anzeigt. Wie schaffst du das, deinen Leuten da zu vertrauen? Ich vertraue ihnen nicht. Das Problem ist, ich kann aber auch nicht diesen Urinproben hundertprozentig vertrauen. Und das ist so eine blöde Diskrepanz, in der ich mich drinnen befinde. Und irgendwie, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, bin ich ganz froh, dass ich das nachher einschicken kann, oder? Wird mit den Jugendlichen genug über Drogen geredet? Wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare. Gegen all die vielen Substanzen, die jedes Jahr neu dazukommen, haben gängige Urintests keine Chance. Da braucht es Spezialisten mit einem detektivischen Spürsinn. Ich bin unterwegs zu Michael Pötsch. Er macht nichts anderes, als ständig neue Methoden herauszufinden, um neue Substanzen nachweisen. Bei Michael Pötsch landen Urinproben, die negativ waren, aber trotzdem irgendwie auffällig. Sein Trick? Er ahmt den menschlichen Stoffwechsel künstlich nach. Mit Reagenzglas und Pipette. Das Problem der synthetischen Cannabinoide ist, dass man die ursprüngliche Substanz im Urin kaum nachweisen kann. Und daher müssen wir auf Abbauprodukte untersuchen. Und das Ziel ist jetzt, den Stoffwechsel vom Körper im Reagenzglas nachzubauen. Wir imitieren damit die Reaktionen, die in der Leber ablaufen und können nachher die Abbauprodukte dieses synthetischen Cannabinoids dann generieren und in unsere Methode integrieren. Eine Substanz nachweisen, die eigentlich gar nicht mehr rum ist. Das gelingt ihm nur dann, wenn er die Abbauprodukte vom Stoff, den er im Verdacht hat, kann rekonstruieren kann. Für jede neue Substanz muss der Pharmazeut auch eine neue Nachweismethode entwickeln. Eine extrem aufwendige Arbeit. Wir können jetzt hier einen Peak sehen, also einen positiven Nachweis von diesem Abbauprodukt des synthetischen Cannabinoids. Das ist im Prinzip wie ein Fingerabdruck von dieser Droge und nach dem suchen wir jetzt. Genau, richtig. Wir haben jetzt einen Fingerabdruck generiert von diesem Stoffwechselprodukt des synthetischen Cannabinoids und können damit jetzt nach dem Fingerabdruck im Urin suchen und den Nachweis führen. Seht ihr, was sie alles für verschiedene Substanzen aufgelistet haben? Das ist endlos. Wir bauen unsere Nachweismethoden immer weiter aus, wo es wirklich darum geht, Abstinenzkontrollen auf einem hohen Niveau zu führen, wo also die normalen Abstinenzkontrollen auf die Klassiker Kokain, Amphetamin, Cannabis versagen, weil die Jugendliche gezielt teilweise auch neue psychoaktive Substanzen konsumieren oder Medikamente konsumieren. Die verdächtigen Urinproben, die Michael Pötsch untersucht, kommen aus der ganzen Schweiz. Nachfrage aus Heim, Gefängnis und anderen Institutionen hat stark zugenommen.
Synthetisches THC ist schon lange keine Randerscheinung mehr. Jedes Jahr kommen zig neue Varianten dazu. Die Urinprobe ist parat. Der Beweis, ob eben doch etwas konsumiert worden ist, liefert das Massenspektrometer. Das ist jetzt eine wirkliche positive Urinprobe gewesen, ja. Also die hier. Man sieht es ja eigentlich, also man sieht es schön, oder? Anhand von was? Wir sehen hier ein Signal von dem Stoffwechselprodukt. Wir haben also diesen Fingerabdruck jetzt in dieser Urinprobe nachgewiesen. Als Vergleich eine negative Probe, kein Signal, und der Fingerabdruck dieses Signals ist ein komplett anderer. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel und die Drogenproduzenten immer einen Schritt voraus. Die Jugendlichen, die das alles konsumieren, sind sich dem Risiko vielfach überhaupt nicht bewusst. Das Tattoo habe ich eigentlich als Symbol gestochen, um quasi, dass das wie so ein Stein, der gesetzt wird, dass ich damit aufhören kann. Dass so wie, ich steche das Tattoo jetzt und vergiss die Pille und lasse die Zeit hinter mir. Er ist 22 und Juri nicht seinen richtigen Namen. Aber sein Gesicht will er zeigen. Es ist ihm wichtig, dass andere Kids anschauen und sehen, wohin das mit den Drogen gehen kann. In die psychiatrische Uniklinik Basel hat er sich vor ein paar Wochen selber eingewiesen. Warum, weiss er auch nicht mehr so genau. Es hat eigentlich gar nicht so einen richtigen Auslöser gehabt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es auf einmal zack gemacht hat. Es war mehr so mehrere Momente gewesen, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann es selber nicht mehr und ich bin halt abhängig. Mit 17 hat er angefangen zu kiffen, aus Liebeskummer. Und auch die Eltern haben sich gerade getrennt. Und dann ist Partyzeit gekommen. LSD, Ecstasy, MDMA, Amphetamin, Kokain. Das Vollprogramm. Und immer wieder auch die Medikamenten-Cocktails. Das hat sich eigentlich für mich ziemlich gut zuerst angefühlt, weil ich bin halt nicht so ein selbstsicherer Mensch gesehen. Und durch diese Substanzen bin ich wie so, habe ich eine bessere Persönlichkeit von mir selber gehabt. Aber ich habe das schlussendlich nur mehr gemeint, weil ich habe dann immer wie mehr gemerkt, dass ich vergesslicher werde, dass ich nicht mehr selber bin und eigentlich so auch mehr ins Negative gegangen ist, als ob ich etwas Gutes davor hatte. Ein Kollege von mir ist sogar ums Leben gekommen, relativ jung. Und so Sachen wünscht man halt keinem. Und dann ist halt von etwas Lustigem schnell ein Horror geworden, ein Albtraum. Von den Pillen ist der Juri selber losgekommen, von den anderen Substanzen nicht. Der Entzug auf der Suchtstation war hart. Das war schon sehr abschreckend, sogar für mich, weil also man sieht wirklich Gestalten, die einem selber zum Nachdenken bringen und einem schon recht abschrecken. Und man dann zweimal überlegt, ob man nochmal weitermachen will oder ob man jetzt endlich einen Schlussstrich zieht. Seit Corona hat die Zahl der jungen Menschen, die wie Juri wollen oder müssen von den Drogen wegkommen, stark zugenommen. Patrick Köck, Oberarzt auf der Suchtstation und im Ambulatorium, musste eine Zeit lang sogar eine Warteliste führen. Also die Ambulanz gibt es seit 5 Jahren. Und wir hatten eigentlich noch nie so viele Neuanmeldungen wie dieses Jahr. Oder wie die letzten 6 Monate eben. Das tatsächlich mit dem Coronavirus zusammenhängt oder nicht, ist fraglich, aber das war schon eine unserer Ideen auch. Der Psychiater hofft darauf, dass es gleich wissenschaftliche Daten gibt, was genau und wie viel die Jugendlichen konsumieren. Das sind alles so Zahlen, die wir gar nicht wissen oder Fakten, zu denen uns der Zugang noch fehlt. Und das müsste man sich so ein bisschen systematischer anschauen. Ich denke, da läuft viel unterm Radar, was wir jetzt noch gar nicht so abbilden können, zumindest wir Kliniker nicht. Ja. Der Juri ist noch nicht über dem Berg. Aber im Moment geht es gut ohne, obwohl Drogenposten ein Kinderspiel wäre. Instagram, Snapchat oder Telegram und mehrere soziale Netzwerke. Und das ist sicher etwas, was jetzt durch die Jahre mehr verbreitet worden ist. Und so halt auch dann schneller an die Sachen gelangst. Eine grosse Rolle spielt vielleicht auch die ganze Musik-Einflüsse.
die Rap-Lieder, wo halt gefühlt in jedem fünften Lied heutzutage über irgendwelche Drogen gesungen wird. Oder ich denke halt auch einfach, es wird viel verharmlost heutzutage. So Kiffen wird gar nicht mehr als Droge angesehen. Es ist wie so normalisiert worden. Man denkt sich nicht mehr dabei und denkt so, ah, ist doch easy, komm, wir nehmen hier noch eine Pille, rupfen noch einen Faden. Ja. Nach 2 Monaten in der UPK wartet Juri auf einen Therapieplatz außerhalb. Nachher will er endlich eine Lehre durchziehen und die Drogen endgültig hinter sich lassen. Dass ich lange gesagt habe, mein Leben ist wie eine Spirale. Ich fange immer Neues an und es läuft gut. Und dann geht es wieder bergab wegen der Drogen. Und ich habe einfach gemerkt, ich will nicht mehr, dass es so weitergeht. Und ich will jetzt einfach aufstehen und mal meinen Weg gehen und weitermachen. Das Ende meiner Reise führt mich tief ins Entlebuch. Ich suche ein Outdoor-Camp vom Knut Wieler Jugenddorf. Hallo zusammen. Wie habt ihr es? Ich würde sagen, super. Wir haben es uns einigermaßen klein gerichtet. Ja. Gut, ich komme gerne mit. Absolut, gerne. Sozialpädagogen Mauro Wolf und Golia Bertschi sind mit Luca in einem sogenannten Time-In. Wir haben den 17-Jährigen schon im Jugenddorf getroffen, wo er uns offen über seinen Drogenkonsum und Stile erzählt hat. Wenn er drogenfrei bleibt, dürfen Knut Wild diesen Sommer eine Malerlehre anfangen. Das Time-In ist keine Bestrafung, sondern eine Auszeit in der Wildnis, wo Luca neue Perspektiven gewinnen soll. Das Ziel, also Vertrauen gewinnen, Vertrauen schaffen, einander vertrauen, aber auch die Brücke als Symbol irgendwie für Schwierigkeiten überwinden, Schwierigkeiten sehen, analysieren, eine Strategie sich überlegen und nachher dann miteinander irgendwie eine Entscheidung treffen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Ja, irgendwie. Apropos neue Ufer, ich sehe, dass da Ende Gelände ist, da führt jetzt wirklich kein Weg mehr weiter. Ja. Am Fluss Entlen entlang machen wir uns auf den Weg zum Camp. Es ist kein Spaziergang und ein Time-In, alles andere als ein Ferienlager. Draußen übernachten bei Minustemperaturen 48 Stunden lang weit und breit nur wilde Natur. In einem Time-In kommen die Pädagogen gerade auch verschlossene Jugendlichen wie Luca näher. Quasi durch den Flash der Natur. Durchs Erleben, das Zusammenanpacken und mit langen Gesprächen. Auch über Drogen. Der Drogenkonsum ist meistens ein Symptom für irgendetwas. Es geht mir scheiße oder ich muss eben irgendwie wirken. Oder daheim ist irgendetwas nicht gut, das läuft mir in der Schule nicht und so. Und schlussendlich erlebe ich viele Jugendliche, wo sich irgendetwas gibt, quasi, um der Realität zu entfliehen. Ja. Wie ist denn das für dich, Luca? Du hast ja am Anfang nicht wahnsinnig Freude gehabt, um hier in die Natur rauszugehen. Wie ist es jetzt? Ja, die Motivation ist da, weil wir immer das Beste aus der Sache machen eigentlich. Mhm. Und ja. Was sind dir für Gedanken durch den Kopf, seit du draußen bist? Ja, eigentlich nicht wirklich viel. Also, wie man Brücken bauen soll, wie man das Feuer am besten machen könnte, dass es brennt. Und so, ja. Kommt mir da jetzt gerade der Punkt der Drogenkonsum da draussen auf nochmal ganz andere Gespräche? Ja, das ist sicher möglich. Manchmal kommt man so weit und man hat irgendwie so ein Aha-Erlebnis, so ein Grundverständnis. Aber manchmal ist es auch nicht möglich, selbst wenn man draussen in der Natur ist. Was glaubst du, wie weit sind denn Jugendliche bereit zu gehen für dieser Realität entfliehen? Es gibt wahrscheinlich hemmungslosere oder unvorsichtigere Jugendliche, die egal was würden konsumieren würden, um der Realität zu entfliehen. Wenn man ihnen würde sagen, hey, wenn du einen Bleistift rauchst, dann macht es dich heim, dann würden sie es wahrscheinlich machen.
Ich bin erstaunt über die Normalität mit dem Konsum. Das überrascht mich schon. Und zum Teil habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, das Risikobewusstsein ist schon nicht überall so da. So, ja, das macht mir schon Sorgen. Als Vater von drei Kindern in diesem Alter macht mich das sehr, sehr betroffen, natürlich, weil ich die Risiken kenne mit der Analytik, die wir hier machen. Da muss man wirklich ein grosses Augenmerk darauf werfen, was da passiert, und schauen, dass man das gesetzgeberisch auch wirklich im Griff bekommt. Wenn ein Jugendlicher Drogen konsumiert, dann ist eigentlich die Erwartung, was die Eltern wie mit den Jugendlichen schauen, was kann man machen, was sie das nicht machen. Es ist verrückt zu sehen, wie weit die jungen Leute gehen, mit neuartigen Substanzen, um sich von ihrer Realität wegzuspicken, ohne dabei das Risiko der Konsequenzen zu kennen. Nächste Woche geht es bei Einstein wieder um das Thema Drogen. Dann zeigen wir Ihnen, wie die Forschung dran ist, aus Drogen Heilmittel zu entwickeln. LSD und Zauberpilze. Teufelszeug oder Wundermittel? Die Psychiatrie setzt große Hoffnungen in diese Drogen. Als Mittel gegen Alkoholsucht und Depression. In der Drogenforschung hat die Schweiz die Nase vorn. Einstein. Über die gesunden Nebenwirkungen eines Drogentrips. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, klickt hier. Ich habe zum Beispiel Hirndoping ausprobiert, ganz ohne Drogen. Habe ich probiert, meine Hirnleistung zu steigern, und es hat funktioniert. Einstein wurde Ihnen präsentiert von Toyota Hybrid.